Gut, das wird jetzt also die Einführung in die Bibliothek Wetzwis. Das ist Ihre Bibliothek. Mein Name ist Stefan Groscher. Ich bin von der Bibliothek Medizin. Ich habe dort die Teamleitung der Benutzung. Und die Bibliothek Wetzwis, das ist eigentlich wie ein Satellit der Bibliothek Medizin, wie übrigens auch die Bibliothek Zahnmedizin. Diese beiden Bibliotheken werden also von unserem Team hier in der Bibliothek Medizin betreut. Und das ist der Grund, weshalb jetzt ich heute mit Ihnen diese Einführung machen darf. Ich freue mich sehr darauf, hoffe, dass es für Sie kurzweilig wird. Das Ganze sollte sowieso recht schmerzlos werden. In einer halben Stunde sind wir durch. Wir machen jetzt zuerst 20 Minuten Bibliothekseinführung. Da zeige ich Ihnen einfach alles, was Sie wissen müssen für den Anfang rund um den Betrieb. Und dann machen wir noch ganz kurz ein paar Übungen mit dem Katalog. Und das war es dann auch schon. Also um 4:15 werden wir dann pünktlich aufhören. Wie gesagt, Fragen jederzeit per Chat oder per Mikrofon. So, hier sehen Sie das Anatomiegebäude. Ich denke, die meisten von Ihnen waren schon drin. Ich glaube, Sie hatten schon Veranstaltungen im Anatomiesaal. Die Bibliothek befindet sich im zweiten Stock. Das ist diese Fensterfront hier. Das gehört alles zur Bibliothek. Die Bibliothek Wetzwis ist ein Teil der Universitätsbibliothek Bern. Die UB verfügt über mehrere Teilbibliotheken und da ist Veterinärmedizin eine davon. Wie schon gesagt, die Bibliothek wird vom Team der Bibliothek Medizin betreut und wie man auf diesem Foto hier sieht, hat sie eine ganz schöne Aussicht. Hier sehen Sie einen Screenshot der Webseite. Die Webseite finden Sie ganz einfach mit diesem URL hier. Das ist einfach zu merken. unib.ch kennen Sie sicher schon. Das ist die Webseite der Universität Bern. Dann Schrägstrich UB. Das ist Abkürzung für Universitätsbibliothek. Dann noch einmal Schrägstrich Wetzwis. Und dann gelangen Sie auf diese Webseite. Zuoberst auf der Webseite finden Sie immer die Öffnungszeiten, die aktuellen. Das ist unterteilt in zwei Teile. Bibliothek heißt einfach, wann das Gebäude geöffnet ist. Servicezeiten bedeuten, wann jemand von unserem Team vor Ort ist, wann also die Theke bedient ist und Sie Beratungen in Anspruch nehmen können. Normalerweise wäre das für Sie alles gar nicht so relevant, weil Sie mit Ihrer Unicard eigentlich sowieso rund um die Uhr Zutritt haben in die Bibliothek. Sie wissen ja alle, was die Unicard ist. Das ist die Studentenkarte, die Sie alle besitzen. Aber da wir gegenseitig eine Ausnahmesituation haben wegen Corona, ist es leider so, dass wir nur von Dienstag bis Donnerstag Servicezeiten haben. Und auch die Bibliothek hat etwas verkürzte Öffnungszeiten, nämlich nur von 8 Uhr bis 12 Uhr und dann noch einmal von 13 Uhr bis 18 Uhr. Das ist halt alles wegen Corona. Das ist im Moment leider etwas, mit dem wir leben müssen. Da sitzen wir alle im selben Boot. Die Chancen stehen aber gut, dass Sie es noch miterleben werden, dass sich die Zustände wieder normalisieren und wir Ihnen auch wieder eine normale Bibliothek im normalen Umfang zur Verfügung stellen können. In einer Bibliothek gibt es ja nicht nur Bücher. Es gibt auch Lernarbeitsplätze. Wir haben eine Maskenpflicht im ganzen Haus wegen Corona. Bei Krankheitssymptomen sollten Sie zu Hause bleiben. Und dann gibt es diese Clean Desk Policy. Das heißt, wenn Sie Lernarbeitsplätze benutzen in der Bibliothek, sollten Sie diese beim Weggehen komplett aufräumen. Also wenn Sie Bücher aus den Regalen geholt haben, diese bitte wieder im Regal versorgen. Private Utensilien nicht liegen lassen, sondern einpacken und dann die Tische reinigen. Es steht Reinigungsflüssigkeit und Wegwerftücher zur Verfügung. Hier sehen Sie unseren schönen Lesesaal in der Bibliothek. Es gibt dort 54 Einzellernplätze, die sind sehr beliebt bei den Studierenden der Veterinärmedizin. Leider ist es im Moment so, dass wir wegen Corona ein reduziertes Angebot haben. Also manche dieser Plätze sind gesperrt und man muss sich in einem Reservationssystem eintragen.
Es gibt 17 Plätze, die sind reserviert für die Leute, die jetzt das Staatsexamen machen. Das sind also nicht Sie. Für die unteren Jahrgänge, für die Jahreskurse 1 bis 5 sind 11 Plätze reserviert und dort gibt es ein Ticketsystem. Das ist gleich beim Eingang eine Flipchart. Dort nehmen Sie ein Nümmerli und dann müssen Sie sich auf eine Trackingliste einschreiben und zwar beim Kommen und beim Gehen. Das ist alles ein bisschen mühsam, aber wir bitten Sie, da mitzumachen. Im Bereich bei der Ausleihe, das ist vor dem Lesesaal, wurden auch 4 Plätze eingerichtet. Dort gilt genau dasselbe, einfach auch ein Ticket nehmen und sich in die Trackingliste eintragen beim Kommen und beim Gehen. Ja, ein paar Do's und Don'ts, wie man sich in einer Bibliothek verhalten sollte. Ich denke, das ist Ihnen recht geläufig. Oberstes Gebot ist, dass man nichts macht, was andere stören könnte. Was wir auf keinen Fall sehen möchten, ist das hier, dass jemand mit einem Kebab in die Bibliothek hineinspaziert, weil damit stören Sie andere Leute auf vielen Ebenen durch Geräusche, durch Gerüche, durch Spuren, Flecken und Abfälle, die Sie hinterlassen. Also das bitten wir Sie sehr zu unterlassen und auf alle anderen Rücksicht zu nehmen. Unter normalen Bedingungen ist es aber so, dass wir in der Bibliothek Wetzwiss sehr viel toleranter sein können als in anderen Bibliotheken. Es hat beim Eingangsbereich diese wunderbare Lounge mit den gemütlichen Sofas und normalerweise darf man dort recht vieles, insbesondere essen, trinken und schlafen. Aber da wir jetzt Covid haben, ist die Lounge leider auch gesperrt. Eine zweite Klammerbemerkung: Trinken dürfen Sie auch im Lesesaal, aber bitte nur ab verschließbarem Gefäß. Ein paar Worte zur Infrastruktur. Vor dem Eingang gibt es eine Ablage für Ihre Taschen. Das ist aber freiwillig. Sie dürfen die Taschen auch mitnehmen in der Bibliothek. Dann bei der Eingangstüre gibt es eine kleine Garderobe. Auch das ist freiwillig. Aber insbesondere beim nassen Wetter lohnt es sich, damit da nicht die ganzen tropfenden Schirme in die Bibliothek hineingetragen werden. Wir haben eine bescheidene Druckerecke. Dort können Sie jederzeit scannen, drucken und kopieren. Sie brauchen dazu einen Code, damit Sie das Gerät freischalten können. Dazu wenden Sie sich an die Theke oder wenn die Theke nicht besetzt ist, dürfen Sie auch hinter der Theke anklopfen. Dort ist das Dekanatsbüro. Dort ist manchmal auch noch jemand, der Ihnen Auskunft geben kann. Es kostet 10 Rappen pro Vorgang. Wir bitten Sie, das an der Theke zu bezahlen. Wenn es nicht besetzt ist, nutzen Sie eine spätere Gelegenheit. Ja, dann zu den Büchern, die wir haben in der Bibliothek. Die befinden sich im Lesesaal auf solchen Regalen. Die Bestände sind ausleihbar für alle. Die Leihfrist ist sehr kurz. Das wurde Ihnen zuliebe so gemacht. Das war ein Wunsch der Fachschaft, weil die Fachschaft wollte, dass die Bücher möglichst in der Bibliothek verfügbar sind und nicht bei den Leuten zu Hause verschwinden. Deshalb haben wir diese kurze Leihfrist von nur 7 Tagen. Aus demselben Grund können die Bücher auch nicht verlängert werden. Und dann gibt es auch noch Bücher, die einen roten Balken haben, so wie hier dargestellt. Das sind Bücher, die Sie überhaupt nicht ausleihen können. Die sind nur zur Verwendung vor Ort gedacht. Das werden Sie vor allem bei Büchern vorfinden, von denen wir mehrere Exemplare haben, wie jetzt hier der Löffler Petrides. Da gibt es 2 Bücher, die Sie ausleihen können und eines, das in der Bibliothek bleiben muss. Wo finden Sie die Bücher? Die sind nach Fachgebieten geordnet und die Reihenfolge der Fachgebiete ist alphabetisch. Diese Aufstellungssystematik, die finden Sie überall an den Regalen angeschlagen. Ich glaube, da werden Sie keine Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. Im Bereich der Theke haben wir dieses Regal mit den Neuerwerbungen auf der einen Seite. Das sind einfach die neu angeschafften Bücher der Bibliothek. Auf der anderen Seite sehen Sie die Zeitschriften. Das sind natürlich nur Zeitschriften aus dem Bereich Veterinärmedizin. Und das ist auch nur das, was wir an gedruckten Zeitschriften haben. Ich werde Ihnen anschließend zeigen, dass die Auswahl an elektronischen Zeitschriften massiv größer ist als das, was wir gedruckt in der Bibliothek haben. Ja.
Wie geht das nun, wenn Sie etwas ausleihen wollen? Wenn die Theke besetzt ist, können Sie gerne einfach an die Theke kommen, Ihre Unicard vorweisen und das Buch ausleihen lassen. Wie schon gesagt, die Theke ist nur 2 Stunden pro Tag besetzt, 2 Stunden über Mittag von 12:30 bis 14:30. Normalerweise Montag bis Freitag, aber gegenwärtig eben nur Dienstag bis Donnerstag. Aber das ist überhaupt kein Problem für Sie, weil es eine Selbstausleihestation gibt. Dort gibt es eine Anleitung, Sie brauchen wieder die Unicard und jedes Buch hat entweder vorne im Deckel oder hinten im Deckel einen Strichcode der Bibliothek. Es gibt bei dieser Selbstausleihestation hier eine Barcode-Pistole, damit können Sie diese Strichcodes einlesen und so die Bücher selbstständig auf Ihr Konto ausleihen. Dann haben Sie, wie gesagt, 7 Tage Leihfrist. Danach sollten Sie das Buch zurückbringen. Dazu ist dieser Rückgabekasten hier links. Das ist wie ein Briefkasten. Sie werfen einfach hier die Bücher in die Klappe ein. Auch hier wegen Corona bitte nur 2 Personen auf einmal, damit man die Distanzen einhalten kann. Noch einmal zusammengefasst, die Leihfristen. Grundsätzlich existiert eine Selbstausleihe. Die Bibliothek funktioniert quasi im Autopilot. Leihfrist ist 7 Tage. Bücher mit rotem Balken können Sie nicht ausleihen. Verlängerungen sind nicht möglich. Und es gilt natürlich das Benutzungsreglement der UBE, welches Sie auf der Webseite nachlesen können. Was Sie unbedingt vermeiden sollten, sind Mahngebühren. Und die entstehen natürlich, wenn Sie ein Buch nicht rechtzeitig zurückbringen. Und die Mahngebühren, die summieren sich auf, weil die gelten pro Medium. Also wenn Sie jetzt 10 Bücher ausleihen und dann in die Ferien gehen und vergessen, das zurückzubringen, dann kommen Sie vielleicht aus den Ferien zurück und haben eine Rechnung für 350 Franken im Briefkasten. Bitte ersparen Sie sich das und bitte ersparen Sie auch uns das. Es ist nämlich sehr ärgerlich, uns mit diesen Mahngebühren herumzuschlagen. Darum sage ich das hier so deutlich. Bringen Sie die Bücher rechtzeitig zurück. Gucken Sie in Ihrem Benutzungskonto nach, ob Sie Bücher haben, die Sie zurückbringen müssen, bevor Sie in die Ferien fahren. Und dann werden Sie keine Probleme damit haben. Hier sehen Sie unser Team. Beatrix Jenzer hat die Verantwortung über die Bibliothek, aber auch die anderen 3 Personen werden Sie an der Theke antreffen. Das ist ein Turnus, es sind immer verschiedene Leute im Einsatz. Und im 3. Studienjahr werden Sie dann auch noch eine Schulung kriegen von unserer Kollegin Heidrun Janka. Das ist dann eine vertiefte Schulung in Informationskompetenz, also da geht es um Literaturrecherche. Hier sehen Sie unsere Koordinaten. Das müssen Sie überhaupt nicht auswendig können. Das finden Sie alles auf der Webseite. So, kurzer Blick auf die Uhr. Ja, wir sind da wunderbar in der Zeit. Wir werden jetzt als nächstes eine Katalogabfrageübung machen mit diesen 10 Aufgaben hier. Vorher möchte ich aber noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie einfach den Chat für Fragen oder aktivieren Sie Ihr Mikrofon. Das geht beides. Ich gebe Ihnen ein paar Sekunden Zeit, vielleicht 1 Minute oder so. Manchmal meldet sich auch niemand, aber ich möchte Sie sehr einladen. Getrauen Sie sich und stellen Sie Fragen und lassen Sie sich nicht irritieren, dass ich da im Hintergrund schon versuche, den Screen vorzubereiten für den nächsten Abschnitt. So, da ist schon eine spannende Frage hereingekommen. Gibt es Bücher auf Französisch? Das können wir jetzt dann gleich anschließend gemeinsam herausfinden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich gehe davon aus, dass es einzelne Titel auf Französisch gibt. Und wie man die findet, falls es sie gibt, können wir dann gleich zusammen anschauen in der Katalogrecherche.
Ja, wir warten vielleicht noch 20 Sekunden. Wenn noch Fragen sind, bitte melden Sie sich unbedingt. Auf Zoom gibt es immer ein bisschen die Hemmung, dass die Leute denken, ah, ich sage nichts, vielleicht will ja jemand anderes gerade etwas sagen. Und dann plötzlich ist die Zeit abgelaufen und man hat die Gelegenheit verpasst, eine Frage zu stellen. Bitte nutzen Sie einfach den Chat oder aktivieren Sie Ihr Mikrofon, wenn es etwas gibt. Ich habe eine Frage zum Drucken. Mhm. Also dort stand 10 Ratten, also pro Auftrag, also oder pro Seite, oder wie ist das gemeint? Genau, das ist pro Seite gedacht. Okay, danke. Wunderbar, dann starten wir doch mit diesen Aufgaben hier. Sie sehen jetzt vielleicht noch nicht alles. Ich glaube, ich habe den Screen noch gar nicht fertig eingerichtet. So, das sollte jetzt geklappt haben. Sie sollten jetzt auf der linken Seite meinen Browser sehen und auf der rechten Seite ein Word-Dokument mit den Aufgaben in Grau. Bitte im Chat reklamieren, falls Sie das nicht sehen. Also das Erste, was wir machen, wir gehen auf die Webseite der Uniband. Das kennen Sie ja bereits, das ist einfach uniband.ch. So, das lädt und das sieht dann so aus. Und dann haben wir hier oben durch einige Reiter, da gibt es auch Bibliothek, das wählen wir an. Und schon haben wir hier unten einen Suchschlitz. Ich gehe jetzt hier zu den ersten Aufgaben. Da heißt, suchen Sie folgenden Titel: Veterinary Medicine, a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Was ich jetzt mache, ich nehme einfach ein paar Wörter aus dem Titel. Ich mache es mir einfach, ich nehme einfach Cattle, Horses. Une conférence dans la truc de la bibliothèque, j'ai rien suivi en fait, j'ai La geeké à quoi? côté. J'ai rien suivi, j'ai rien suivi, j'ai geeké à côté. Ah, mais je trouve que c'est pas vraiment important. Ist das eine Frage oder haben Sie Ihr Mikrofon Oui, ça unabsichtlich eingeschaltet? Ja, war wahrscheinlich nicht absichtlich. Sonst bitte noch einmal melden. Sie können natürlich auch auf Französisch Fragen stellen. Ich gebe mein Bestes, das zu verstehen, obschon mein Französisch zugegebenermaßen nicht wahnsinnig gut ist. Also zurück zur Aufgabe hier. Ich gebe ein paar Wörter aus diesem Titel ein. Cattle, Horses, Sheep. Und dann nehme ich noch einige von den Autoren, den Hinchcliffe und den Grünberg. So, und dann klicke ich einfach auf Suchen und jetzt werden wir umgeleitet auf unseren Katalog. Den erkennen Sie immer wunderbar an diesem orangen Balken oben durch. Nennt sich Swissbib Basel Bern. Und der sucht jetzt natürlich nicht nur in der Bibliothek Vetsuisse, sondern über alle Unibibliotheken von Basel und Bern. Und hier haben wir auch schon den Treffer. Das war also ein Erfolg. Großartig. Wir gehen zur nächsten Aufgabe. Da kommt jetzt ein kleines interaktives Element. Wie kann auf die Bestände der Vetsuisse eingeschränkt werden? Frage an Sie, wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt eben nicht wollen, dass alles angezeigt wird von allen Bibliotheken in Basel und Bern, sondern nur die Bücher, die physisch vor Ort stehen bei uns in Bern in der Bibliothek Vetsuisse? Bitte melden Sie sich im Chat oder per Mikrofon, wenn jemand eine Idee hat, wie das geht. Es gibt einen einfachen Trick. Ich bin überzeugt, jemand hat es schon gesehen. Wenn Sie diese Person sind, dann schreiben Sie es noch kurz im Chat. Suche verfeinern rechts. Genau, da haben wir eine Reihe von Filtern. Das geht dann noch weiter. Und hier können wir anwählen Unibern Vetsuisse. Dann wird das gefiltert und jetzt haben wir tatsächlich nur noch dieses Exemplar angezeigt, das sich tatsächlich in der Bibliothek befindet. Vielen Dank, das war ein Erfolg. Wir gehen zur nächsten Aufgabe. Suchen Sie Cardiology of the Horse von Marr und Bowen. Ich gebe also ein Cardiology Horse Marr Bowen. Das sollte eigentlich schon reichen, wenn ich mich nicht vertippt habe. Voilà, da haben wir schon die Resultate. Auch das ein Erfolg. Wunderbar, wir gehen zur nächsten Aufgabe. Wo steht das Buch? Ja, wir haben jetzt hier zwei Treffer.
Und das eine ist übrigens ein E-Book, ein elektronisches Buch. Das sehen Sie hier unten am Format. Da steht Buch online. Das ist das elektronische Buch. Und hier oben steht Format Buch. Das ist das gedruckte Buch. Und wenn die Frage ist, wo das Buch steht, dann geht es natürlich um das physische Buch. Je nach Titel kann es sein, dass da mehr als eine Bibliothek aufgelistet ist, weil es vielleicht ein Buch ist, das andere Bibliotheken auch besitzen. So oder so muss man auf diesen Button draufklicken und dann hat man hier eine Auswahl der Bibliotheken, die es besitzen. In diesem Fall ist es jetzt nur die Wetzwiss. Ich wähle das also an und komme auf die Detailaufnahme. Und hier habe ich jetzt die Signatur. Und das ist ja das, was ich brauche, wenn Sie sich erinnern können. Mit der Signatur finden wir ja dann den Titel im Regal. Sie wissen noch, das geht nach Fachgebieten. Die Fachgebiete sind alphabetisch geordnet. So finden wir das Buch. Ist also keine Sache. So, wir gehen zur nächsten Aufgabe. Wie bekommen Sie das E-Book dieses Titels? Wir haben das E-Book ja schon gesehen. Ich benutze also den Back-Button, damit ich wieder auf die Trefferliste zurückkomme. Und jetzt wähle ich das E-Book an. Wenn ich jetzt hier auf eine Bibliothek klicke, kommt nicht Unibern Wetzwiss, sondern Unibern Online. Das liegt natürlich daran, wenn wir ein Buch lizenzieren, ein E-Book, dann ist das auf dem ganzen Campus der Unibern verfügbar und nicht nur in der Bibliothek Wetzwiss. Und deshalb steht da Unibern Online. Also auf dieses Buch haben Sie Zugriff, auch wenn Sie jetzt im Hauptgebäude sind mit Ihrem Laptop oder wenn Sie im Von Roll dort in der Bibliothek sitzen. Da müssen Sie natürlich nicht in der Bibliothek Wetzwiss sein. Ich zeige kurz, wie Sie darauf zugreifen können. Ich klicke auf Unibern Online und dann muss ich noch einmal mich durchklicken, Unibern Volltext. Das ist immer ein bisschen ein gefühlter Klick zu viel. Wir werden dann umgeleitet auf eine Seite des Verlages. Lassen Sie sich nicht irritieren, dass das je nach Verlag immer ein bisschen anders aussieht. Hier finden wir jetzt den Button Download All Chapters. Da klicke ich drauf. Dann wird das noch kurz vorbereitet. Und dann gibt es eine ZIP-Datei. Die kann ich öffnen. Und hier sehen wir jetzt alle Kapitel dieses Buches als einzelne PDFs in eine Datei verpackt. Ich mache einfach mal das erste Kapitel auf. Voilà, da haben wir es. So funktioniert das mit den E-Books. Das ist leider ein bisschen uneinheitlich. Das hängt immer davon ab, mit was für einem Verlag wir es zu tun haben. Es gibt Verlage, die sind wunderbar kundenfreundlich. Da kann man das ganze E-Book auf einmal als ein einziges PDF herunterladen. Bei anderen Verlagen muss man eben leider jedes Kapitel einzeln als Datei herunterladen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger, weil man sich halt mehr durchklicken muss. Super, das war auch ein Erfolg. Jetzt, bevor wir da zu den Journals weitergehen, möchte ich noch auf die Frage nach den französischen Büchern zurückkommen. Wir probieren das jetzt mal so. Ich mache einfach Veterinärmedizin als Suchbegriff. Wenn ich noch schreiben kann, ist immer heikel um diese Zeit. So, Veterinärmedizin, und das gibt jetzt natürlich sehr viele Treffer, fast 2500 Treffer. Und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite wieder die Filter und da sollte es auch einen Filter zur Sprache geben. Genau, da ist einer. Ich mache also hier einen Haken bei Französisch. Und jetzt sehen Sie, es gibt tatsächlich 225 französische Bücher zur Veterinärmedizin. Allerdings ist das ja jetzt wieder über Basel und Bern hinweg gesucht. Jetzt können wir noch gucken, wie viele Bücher tatsächlich bei uns in der Bibliothek vor Ort stehen. Deshalb mache ich da einen zweiten Filter drauf. Kennen Sie schon? Unibern Wetzwiss. Und da sehen Sie jetzt, es sind gerade 15 Bücher, die wir haben auf Französisch. Aber so finden Sie das. Einfach auch über den Filter hier unten Sprache nutzen. Diesen Filter hier. Und dann gegebenenfalls auch noch den Filter Bibliothek Unibern Wetzwiss einschalten. Und so finden Sie die französischen Bücher.
Gut, ich hoffe, damit war diese Frage auch beantwortet und dann gehen wir jetzt noch zu den Aufgaben mit den Journals. Suchen Sie das Journal, jetzt ist bei mir die Hälfte hier verdeckt, Research in Veterinary Science. Wir geben das einfach auch in den Suchschlitz ein, Research in Veterinary Science. Es wird mir hier schon vorgeschlagen, also muss ich das nicht mühsam bis zu Ende tippen. Voilà, da haben wir die Trefferliste und Sie sehen hier wieder, da gibt es eines, welches im Format den Zusatz online hat. Das wäre also die elektronische Version der Zeitschrift und hier unten ist die gedruckte Version der Zeitschrift. So, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, deshalb überspringe ich die nächsten beiden Aufgaben, wo es darum geht, herauszufinden, seit wann wir die Zeitschrift verfügbar haben. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen wollen, ist einen Artikel aus einer Zeitschrift herunterladen. Wir nehmen gerade die Zeitschrift, die wir jetzt schon gesucht haben. Und wenn wir jetzt herunterladen wollen, müssen wir natürlich nicht die gedruckte Version wählen, sondern hier die elektronische Version mit dem Zusatz online. Ich klicke auf zwei Bibliotheken. Offensichtlich ist diese Zeitschrift sowohl in Basel wie in Bern lizenziert. Aber wenn ich auf Basel klicke, dann führt die Suche ins Leere, weil wir ja jetzt nicht auf dem Campus in Basel sind. Deshalb UniBern Online. Auch hier gibt es wieder den gefühlten Klick zu viel. Ich klicke noch einmal auf UniBern Volltext und komme jetzt auf so ein Zwischenfenster. Da klicke ich mich einfach durch, Zeitschrift durchsuchen und jetzt bin ich schon wieder auf der Plattform des Verlages und das ist jetzt die elektronische Zeitschrift. Hier kann ich zum Beispiel die neueste Ausgabe anwählen. Das mache ich jetzt einmal. Das ist das Volume 133. Und hier aufgelistet haben wir sämtliche Artikel, die in dieser Zeitschrift erschienen sind, in dieser Ausgabe der Zeitschrift. Ich wähle einfach beliebig einen aus, klicke den an und da kann ich jetzt auch Download PDF anwählen. Und dann öffnet sich dieser Artikel als PDF. Hier gibt es noch Empfehlungen, die ich jetzt einmal wegklicke. Voilà, das ist der ganze Artikel in elektronischer Form. Den können Sie jetzt also herunterladen und bei sich lokal auf Ihrem Laptop speichern. Das wird wahnsinnig nützlich, spätestens dann, wenn Sie Ihre erste wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Weil sobald Sie einmal selber dann recherchieren, werden Sie eigentlich nicht mehr so viel mit Textbüchern arbeiten, sondern sehr viel mehr mit solchen Artikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften. Da geht es dann natürlich darum, interessante Passagen zu zitieren. Und das ist sehr praktisch bei diesen elektronischen Artikeln. Die können Sie dann runterladen bei sich auf dem Laptop. Dann können Sie ein Literaturverwaltungsprogramm installieren. Dort können Sie dann natürlich die Artikel direkt anstreichen. Also Sie können dann mit einem virtuellen Marker im Artikel drin markieren, Sie können Notizen machen, Sie können Zitationen exportieren und Sie können vor allem auch ein Literaturverzeichnis exportieren. Das ist jetzt für Sie im ersten Jahr vielleicht noch nicht so relevant, aber das als kleiner Ausblick, was dann später kommt. So, wir haben noch eine letzte Aufgabe. Suchen Sie die Zeitschriftenliste auf Browsin. Das ist eine Webseite, die sich browsin.com nennt. Ich gebe das also in die Adressleiste beim Browser ein. Und was diese Webseite macht, ist, die guckt jetzt anhand der IP-Adresse, wo wir uns befinden. Die erkennt, dass ich mich auf dem Campus der Uni Bern befinde. Deshalb haben wir da oben links auch Bern University und das hübsche Logo. Und dann guckt das, welche Zeitschriften hat die Uni Bern lizenziert und die werden jetzt alle auf der rechten Seite in einem virtuellen Regal angezeigt. Und zwar alle Zeitschriften über alle Wissenschaftsgebiete. Und wir wollen das jetzt einschränken auf die Veterinärmedizin. Deshalb wähle ich hier zuerst Biomedical and Health Sciences aus. Dann kommt eine Liste mit den Untergebieten. Hier zu unterst finden wir die Veterinary Medicine. Da klicke ich drauf. Und jetzt sehen Sie hier alle Zeitschriften, die wir elektronisch abonniert haben. Wie Sie sehen, sind das sehr, sehr viel mehr elektronische Zeitschriften als die gedruckten Zeitschriften, die ich Ihnen in der Einführung gezeigt habe auf diesem
kleinen Bücherregal, das bei der Ausleihe steht. Da hat sich halt sehr, sehr viel entwickelt. Das war vor 20 Jahren noch anders. Vor 20 Jahren hat die Forschung noch mit gedruckten Artikeln gearbeitet, aber inzwischen läuft das eigentlich alles über elektronische Zeitschriften. Deshalb haben wir nur noch sehr wenige gedruckte Journals. Hier könnten Sie jetzt also noch weiter auswählen, wenn Sie sich speziell jetzt für Immunobiologie innerhalb der Veterinärmedizin interessieren. Dann sehen Sie, da haben wir noch vier Zeitschriften, die lizenziert sind. Das ist ein ganz nützliches Tool, dieses browsing.com. Vielleicht auch, wenn Sie dann für Ihre Bachelorarbeit überlegen, zu welchem Thema Sie schreiben wollen, können Sie dann ein bisschen herumstöbern. So, jetzt muss ich noch etwas Letztes sagen. Und das ist, wie haben Sie Zugriff von zu Hause auf all diese elektronischen Ressourcen? Solange Sie sich auf dem Unicampus befinden und mit EduRoam verbunden sind, haben Sie Zugriff auf alle elektronischen Ressourcen. Aber wenn Sie zu Hause sind, klappt das nicht, weil der Verlag oder der Anbieter ja nicht weiß, dass Sie berechtigt sind, darauf zuzugreifen. Wir zahlen ja Lizenzen für diese Ressourcen. Deshalb müssen Sie VPN installieren. Das ist eine kleine Software. Wenn Sie das installieren wollen, geben Sie einfach im Browser VPN Unib ein. Das genügt schon. Und Sie gelangen auf eine Webseite der Universität Bern, der Informatikdienste, Zugang auf interne Ressourcen mit VPN. Und da finden Sie dann Anleitungen, wie man das installieren muss. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen, früher oder später zu machen. So, wunderbar. Damit werden wir mit den Inhalten durch. Die Zeit ist auch um. Da möchte ich noch einmal Gelegenheit geben, zu Fragen stellen. Nutzen Sie den Chat oder aktivieren Sie das Mikrofon. Sonst können Sie sich an dieser Stelle jetzt auch ausklinken. Ich werde noch bis ganz zum Schluss im virtuellen Raum drin bleiben. Falls jemand noch im kleineren Rahmen eine Frage stellen will, können Sie auch noch einfach im Raum drin bleiben. Falls die Ersten jetzt schon am Gehen sind, verabschiede ich mich von Ihnen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start ins Studium und viel Freude an der Veterinärmedizin.